So. Die Pusteblume nehmen wir hier nochmal mit. So, warte, hier in die Felder müssen wir. Welchen Herr Wesemir? Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Mhm. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur... Zum Glück ist das kein echter Schaf. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Ich will Yennefer nicht finden. Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht. Man muss tatsächlich aufpassen, wie... Bei den wirklichen Fanboys muss man wirklich aufpassen, wie es ausgesprochen wird tatsächlich. Ganz früh habe ich auch, ich habe immer Yennefer gesagt. Ich wurde gelyncht. Ich wurde echt gelyncht. Ganz nah. Und jedes Mal hieß es, nee, das heißt nicht Yennefer, das heißt Yennefer. Und ich stehe mir so und denke mir so. Mhm. Gut, okay. Es ist alles gut. Machen wir so. Spiel gewonnen, während du durch die Aber ich mag die Frau nicht. Könnte noch nützlich werden. Also, sie ist okay, aber ich mag sie. Nee. Die Frau ist irgendwie... eine Zicke. Nee. Ich bin sowieso kein Fan von Frauen. Ein Hexer mit einer Armbrust. Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Mach das doch gleich mit Pfeil und Bogen. Das ist halt etwas geschädigt. Das ist etwas? Jetzt würde ich es wieder so machen wie den Vorgängern. So. Aua. Das war dumm. Aha. Das hat ja... ich um mein Ausweichmanöver. Die klappen auch immer so gut. Haben wir... vorhin bei dem Drachen gemerkt, in Witcher 2. Verdammt, er ist schnell. Du bist einfach nur zu alt, Opa. Aua. Ich bin jetzt zu blöd zum Ausweichen. Nee, ich doch nicht. Schätze, komm her. Bitte. Geh in den Galopp, bitte. Danke. Hexersender, wenn du deinen Hexersender einsetzt... Achso, ja, das hatten wir doch auch schon. Warum gibt's hier eigentlich so viele Wildpferde? Ich will mich erinnern, dass es die Flut vergab. Oh. Hässlicher Bastard. So, bitte einfach vom Pferd runter. Und lass ja plötzlich in Ruhe. Kommst du jetzt mal bitte wieder auf den Boden der Tatsachen zurück? Du kleiner Königsgreif, du. Nein. Nein. Platz. Aus. Sitz. Bitte. Nicht schlecht. Ich will meine Trips wieder haben. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Ach komm, wer hat denn hier die ganze Arbeit gemacht? Zum 10 von 10. Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Mhm.
Kann ich den nicht nochmal ausplündern, ausrauben? Ja, nein, nein, kann ich nicht. Ach Gott, ist das langweilig. Dann dich. Aber, ja, doch, soll ich ja machen, aber wieso? Da! Da liegt das Bündel! Kilometer weit weg! Oh. Schönes Messer. Mmh. Also, das mit der Zunge sieht aber doch schon sehr, sehr makaber aus. So, Plätze. Komm schon, Plätze. Den Weg kenne ich zum Glück. Ist er nicht weit? Würfel hier zurückgekehrt? Nee. Sehr schön. Fast mit der kompletten Pferdeausdauer hergekommen. Oh, nicht schlecht. Fein macht ihr das, Männer. Immer weiter so. Bravo. Soldaten. Geht auch. Sind wir schon die Treppe rauf. Dann zu den Nilfgaardern. Was zum Teufel ist das? Robben! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Doch. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Das lief wohl nicht wie geplant. Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja. Hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir? Weißt du nicht. Vielleicht hätte ich den Greifen getötet. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Zeitbeschränkungsoption. Ein Dialog erfordert schnelle Entscheidung. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Ja gut. Das nehmen wir tatsächlich mal an. Wir brauchen Gold. Wir haben schon 2 oder 3 Mal Gold abgelehnt von irgendwelchen Leuten. Von den reichen Säcken hier können wir es auch mal annehmen. Alter, das hat sich aber eher wie ein Pistolenschuss angehört als ein Peitschenschlag. Das ist mein Pferd. Ja. Nicht so schnell, Plätze. Ja, Plätze steht doch da einfach. Auf, Plätze. Ja. Schade, ich hätte ihm gerne mit seinem Schränkchen da einmal umgestoßen. Die Tastenbelegung ist echt. Das Problem ist, ich konnte die Tasten nicht anders belegen. Weil das eine dann das andere wieder ausgeschlossen hätte. Das heißt, ich musste meine eigene Tastenbelegung hier wieder hinwursteln, ohne dass ich den Rest umändere. Muss ich mit Alt hier galoppieren. Sehr ungewohnt. Eine unsichtbare Wand.
Ja, Plötze, du magst kein Wasser. Ist bekannt. Geh darüber. Heute noch. So. Sonnenschutz wie im Auto wäre jetzt ganz sinnvoll. Oder eine Sonnenbrille. Huch. Nein, ich hoffe nicht. Wir steigen einfach mal ab und ne? Wir lassen Plötze da mal stehen. Gut. Wir haben da Plötze gut hingeparkt, ne? Die klaut keiner mehr. Ich bin ja doch nur auf den Kopf gesprungen. Wir müssen es eigentlich Matsche sein. Rein hypothetisch gesehen. Warum mögen mich die Katzen nicht? Ich liebe Katzen. Warum mag mich die Katze nicht? So, da ist das Wesen mir. Na, wird wieder gesoffen. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Zeit, dass wir aufbrechen. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Wäre eine gute Idee, ja. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ja, danke, dass du dabei warst. Dir eine gute Nacht. Ich lass das durchgehen, Midgar. Am Freitag spiel mich wieder. Verleiht. Nichts weißt du. Freitag und Sonntag. Ansonsten siehst du dann im Zeitplan, weil ich so streame. Dass sie keine Götter fürchteten. Und du fürchtest du die Götter? Ohne hier, wie gesagt, noch eine gute Nacht. Du schuldest und bis die Tage. Und vielen lieben Dank nochmal für dein Follow. Nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter, die spinnt doch. Lass mich los. Die Alte hat sie doch nicht mehr alle. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück. Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Mir nicht nachlassen! Nein! Oh, schon wieder irgendeine komische Errungenschaft da freigeschaltet. So viel zum Wir wollen uns raushalten, ne? Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Du hast den Streit doch angezählt, du blöde Kuh. Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder. Ihr seid doch selber schuld. So viel zum Thema raushalten. Ja. Na los, gehen wir. Würde ich auch mal sagen. Töchchen. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Ach, nee.
Nichts ja, als Neffa. Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Ich mag dich nicht. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer im Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist. Ja, natürlich. Und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Boah, die redet doch noch so arrogant. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Mhm. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Mhm. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist denn hier? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Mhm. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Wie viele Folge kann man denn bitte freischalten? Ich bin Jennifer von Wengerberg, ja. Haben wir. Ich will die Bücher lesen. Aber nicht wegen Jennifer. Sondern allgemein. Aber ich will sie erst lesen, wenn ich alle habe. Muss ich zwar den einen Band nochmal lesen, aber da passt schon. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Das hier ist genau das, was jetzt passiert. Los jetzt! Wir haben aber auch kein Glück, ne? Das war das Schreien mit dem komischen toten Kaninchen von vorhin. Es erinnert so ein bisschen an die Nazgul. Also so minimal. Autsch, das muss wehtun. Sofern er noch was mitkriegt. Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Mhm.
Ja, das gefällt ihm natürlich. Ach, zur Ruhe, Leute. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Mhm. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Läuse? Ich war eine Hallo? Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Tut gerade so, als wäre ich so ein Straßenköter. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Ja. Für die, die tot sind. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Mhm. Und das soll ich glauben? Ja. Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Oh, ich liebe seine Kommentare. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Alter. Oder besser, bis bald. Jetzt ist er hier schon wieder. Gut. Freundlichkeit in Person. Er hat da aber noch Rasierschaum dran, ne? Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Ah, ich habe jetzt die Wahl. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Kann man mal aufhören, mich der Herr zu nennen? Die sehen ja alle kacke aus. Also das da nehmen wir auf gar keinen Fall. Das hier. Oh, huch. Das. Das sieht der Kacke aus. Boah, wie geleckt, ey. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Das war das neue Parfum von Küchen. Oh Gott. Scheiße. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken. Das müsste man echt auf einmal so die Haare zurückgehen. Ja. Oh Gott, sieht der Kacke aus. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug.
Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Ach du grüne Neune. Der Herr wird dies üben. Was ist das da? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Es war ein Wunder, dass das richtig war. Wobei ich sie jetzt schon wieder vergessen habe, davon mal ganz abgesehen. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht... Ah, das Ding hier kenne ich tatsächlich noch aus dem ersten Teil. Damals kam aber aus der Richtung. Ich kann mich an diesen Treppengang erinnern. Nur, dass wir damals eine Audienz bei Voltes hatten und nicht bei... eben hier. Wer auch immer der Typ ist, ich habe keine Ahnung. Ingrini ep art kerser, deltven adan in karn ep morvut, em hier war emreis. Verneigen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, weil dieser M hier ist, ne? Hätte ich dafür die Bücher lesen müssen? Eure kaiserliche Majestät. Area ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ja, ich hoffe es. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wer das ist. Wir sind Freunde. Ich habe den Namen noch nie vorher gehört. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Vor allem Geralt muss ihn ja schon mal können. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Das... die wilde Jagd ist hinter ihr her. Okay, jetzt habe ich einen Haufen Fragen. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Aber ist ihr Vater nicht gestorben? Vor allem ihr Vater hieß doch eigentlich ganz anders. Da hieß doch irgend sowas komisches. Das war doch so, der verflucht war? Wo dann der Fluch gebrochen wurde? Der dann die Prinzessin von Sintra geheiratet hat? Die sind dann beide bei irgendeinem komischen Unglück ums Leben gekommen. Ciri war bei ihrer Oma. War das nicht irgend sowas? Wieso lebt der? Und wieso heißt der anders? Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich muss die Bücher lesen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit. Ja, die Serie behandelt halt nur die erste, das erste Buch der Vorgeschichte. Um ein Gerücht zu diskutieren. Und da wird halt gezeigt, sogar ein Kaiser. Dass er, ich hatte vergessen, wie scheint ja er zu sein, ich habe keine verflucht Zeit, war. Dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Dass er verflucht war, dann mit der damaligen Prinzessin von Sintra, die ja da ihre Hochzeitsfete, was weiß ich, da hatte, Verlobungsfete, wo sie irgendwie ihren Makala kriegen sollte. Geralt dann dazwischen gefunkt ist, wo alle den Kerl dann töten wollten. Und wo dann er das Geschenk, das Kind der Prophezeiung da haben wollte. Beziehungsweise gesagt hat,
dass er das haben möchte, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es haben, kriegen, werden sollen, tun. Wie auch immer das da ablief. Aber ich war der Meinung, dass die Eltern dann irgendwann gestorben sind. Weswegen Ciri dann ja bei ihrer Oma untergekommen ist, quasi, die dann ja noch weiterhin die Königin war. Ja, stimmt. Das war mit das Beste. Oder bei dieser Fehde, von der ich rede, wo Rittersporn da sein zweites Lied trällert. Das war auch ganz cool. Und die Frau von dem Fischverkäufer, oder wie das Lied da ging. Das fand ich auch geil. Aber trotzdem verstehe ich die Szene nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich muss die Bücher lesen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir. Kein vorteilhaftes Bild. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Also hat das dann keinen Zusammenhang mit dem, was mit ihren Eltern in den Büchern passiert ist. Weil ich bin nämlich gerade echt so minimal verwirrt. Weil ja eigentlich Ciris Eltern, bin ich davon ausgegangen, dass die, tot sind. Deswegen bin ich gerade so, steh ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch und bin so minimal verwirrt. Weil ich halt auch seinen Namen, diesen MHV Imreis, noch nie gehört habe. Ich bin halt komplett neu, was diese Witcher-Lore angeht. Teil 1 und 2 habe ich ja jetzt von Witcher gespielt. Das Buch der Vorgeschichte gelesen. Serie geguckt. Und ich habe keine Ahnung. Bis vor kurzem dachte ich noch, ich würde es halbwegs verstehen, aber... Naja. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Okay. Also das wusste ich gar nicht. Aber interessant, das zu wissen. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Also an sich mit Geralt oder so, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Aber was ich jetzt halt wirklich nicht verstehe, ist Ciris Geschichte. Weil Ciri finde ich als Charakter sehr interessant. Vor allem, weil sie im ersten Teil nur einmal kurz angeratzt wurde und auch da ihr Name ja nicht genannt wurde. Im zweiten glaube ich gar nicht. Und ich die Bücher ja noch nicht großartig gelesen habe. Und hier dann das erste Mal Ciri als Kind aufgetaucht ist. Und ich dann nur dachte, ja, geil. Und jetzt kommt sowas hier, wo ich mir dann denke, was? Passt aber jetzt irgendwas nicht. Wenn nicht, dass ich da jetzt irgendwas verpasst habe aufgrund der Bücher, da hätte ich jetzt gerade so ein bisschen Angst. Es ist Nachmittag. Aber was ich cool finde, ist, dass sie den Saal tatsächlich gut hingekriegt haben zum ersten. Weiß noch, wie das hier im ersten aussah. Ich hätte es hier aus dem Gamestop mal rein. Okay. Ich muss die Bücher lesen. Das wird mir immer mehr bewusst. Ich will eigentlich alle Bücher jetzt endlich mal lesen. Nächsten Monat. Nächsten Monat sind die Bücher dran. Geschichte mit dem Kind. Ja. Kind der Überraschung. War das das? Ich glaube, Kind der Überraschung. Ich blick da überhaupt nicht so ganz durch.
Ah, okay. Oh Gott. Wen selber, was ich so halbwegs noch im Kopf hatte. Ich finde die Geschichte echt sehr interessant. Aber das hier hat mich jetzt so ein bisschen rausgerissen. So, ich darf also meine Haare ruhen, ja? Sehr schön. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Volkes. Ah, Yennefer. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Boah. Könnte ich sie bloß ausziehen. Sie ist sehr komplex unterdrücken. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Nein. Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ich will nicht. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Warum interessiert er sich jetzt plötzlich für seine Tochter? Zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Ja. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich mag Yennefer nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. fällt mir das auch gerade mal so ein. Also hier hat das ja die komplette Zeit. Im ersten Teil nicht. Da hat er das kurzzeitig mal eine ganze Weile nicht. In der Serie hat er ja dann auch nur ein Schwert. Glaube ich. In einigen Szenen. Ich finde ja immer noch den Namen Plötze so geil. Falls ich irgendwann mal ein Pferd habe. Ich nenne es Plötze. Hier folgt er den Büchern. Ja, da bin ich auch so dankbar für. Ich habe ja, bevor die Serie rauskam, den ersten Band der Vorgeschichte gelesen. Weil es ja hieß, dass der danach orientiert. Und ich bin auch froh, dass ich es vorher gelesen habe. Und ich habe diese Serie einfach nur gesuchtet. Wobei ich auch da kein großer Freund von Yennefer bin. Davon mal ganz abgesehen. Auch wenn ich mir damit keine Freunde mache, aber ich fand die froh nicht. Wo genau wurde Ciri denn Wobei gesehen? Sie gut dargestellt wurde. Orten. In der Serie, finde ich. Novigrad.
Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Das ist natürlich interessant in der Serie. Tut mir leid, dir die Kindheit man das gar nicht. Fantasien ja, genau. Ich war anfangs so verwirrt. Ich dachte nur so, hä? Wir haben in Novigrad vor allem, was Syntra anging. Aber du hast da die so, dass das jetzt einmal in der Vergangenheit spielt und dann einmal quasi jetzt. Und ich kam da überhaupt nicht hinterher. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Ich muss das tatsächlich 2-3 Mal hintereinander gucken. Nicht zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Aber deswegen liebe ich die Serie noch umso mehr. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Vielen lieben Warum Dank. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da Danke. Bist? Danke. Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem und Sand und herzlich willkommen hier. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung... Du hast zumindest so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bei mir jetzt gebracht bezüglich der Story. Also vielen lieben Dank. Mir durch die Wildnis gestreift seid. Und natürlich auch für den Follow. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Ich? Den Helden spiel niemals. Nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Hör auf mich zu küssen, ich will das nicht. Ja, nur mit einem Streichhölzchen in einem sehr dunklen Keller. Alter, wie die Erde den ganzen Raum verwüstet. Alter. Also die Bücher hätte sie da auch liegen lassen können. Ja, schön. So. Ausrüstung. Ja, Yennefer ist cool, ja. Kann ich nicht widersprechen, aber ich halte von ihr nicht sonderlich viel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Spiel als erstes gespielt habe. Bevor ich mit den anderen Sachen quasi ankam. Was Buch und dann Serie anging. Und ich habe mich halt sehr stark an Triss gewöhnt. Und ich mag sie vom Charakter lieber als Triss, als Yennefer. Weil sie für mich einfach... Sie ist so die Art Frau, die ich nicht abkann. Wenn sie mir so im echten Leben über den Weg laufen würde, ich würde einen Bogen um diese Frau machen. Obwohl sie wunderhübsch, sie hat auch eine starke Persönlichkeit, aber... Ein Vedimi, direkt aus den Sagen der Nordlinge. Ich komme mit ihr irgendwie nicht so... Ich werde mit ihr einfach nicht warm. Obwohl ich es tatsächlich... Ich möchte Witcher tatsächlich noch mein zweites Mal dann durchspielen. Ich spiele das ja jetzt gerade so, dass ich immer die Spielstände von dem vorhergegangenen Spiel... mit ins Spiel reinnehme. Also hier habe ich jetzt ja den Spielstand aus Witcher 2 mit drin. So, dass die Entscheidungen, die ich da ja getroffen habe, hier dann so eine kleine Randerscheinung sind. Und ich habe mich jetzt halt so erstmal für Triss entschieden, weil mir das halt so mein Favoritenweg ist. Ich werde das irgendwann nochmal durchspielen und dann andere Entscheidungen treffen und dann mich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal für Yennefer entscheiden. Einfach nur mal die Seite der Geschichte zu sehen. Vielleicht mag ich sie danach lieber, ich weiß es nicht, aber zurzeit mit Triss komme ich halt einfach besser klar. Ist halt. Das, ja. Bei der Frau geht mir das Herz auf. Aber viele machen mich tatsächlich dafür nieder, dass ich eher die Fraktion Triss bin.
Wo ich dann immer denke, mein Gott, das ist doch Meinungssache. Das kann doch nicht jeder Fan von Yennefer sein. So, da wurde ich ganz am Anfang, wo ich dann immer gesagt habe, ja, aber Triss mag ich lieber. So, bäh, wie kannst du nur? Mein Gott, ja, ist ja gut. Alles gut. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ich hatte beide in meiner Story. Stimmt, das geht ja auch, ne? Gibt's da nicht zumindest in Witcher 3 dann so einen Zickenkrieg oder war da nicht irgendwas? Das solltest du nur tun. Das wird eine echt gute Quest-Reihe. Echt? Dass ich keine Zeit habe. Also wie gesagt, ich werde das irgendwann nochmal spielen. Aber ja, wie gesagt, jetzt ist erstmal so die Triss-Phase. Yennefer wird dann irgendwann auch mal kommen. Und vielleicht mache ich mir dann irgendwann nochmal einen Spaß draus und mache mit beiden. Aber das ist nun mal wirklich überhaupt nicht meine Art. Nur nicht in echt und auch nicht in Spielen. Das ist eigentlich nicht so. Immer einer oder gar keiner. So. Das wird mir viel zu lang. Ach was. Also in Streams geht das. In Streams Wie geht das. Wie kann ich dem Herrn dienen? Und wenn ich das Spiel einmal durch Gib habe, mir meine dann Sachen. Weiß ich ja ungefähr, worauf ich achten muss. Was ich machen Zitrone möchte. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung. Witcher 1 zum Beispiel habe ich jetzt in diesem Jahr dreimal durchgespielt. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter ja, zurück. Ich bin gesund krank. Und munter, ich habe sie nicht so alle, das möglich. Weiß ich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Aber zurzeit habe ich so eine harte Witcher-Phase. Ich habe innerhalb von einem Monat die ersten zwei Witcher-Spiele durchgespielt. Mitte Februar habe ich angefangen mit Witcher 1. War in einer Umfrage dann. Oder in einer Abstimmung. Und danach habe ich dann gesagt, gut, Witcher 2 kenne ich noch gar nicht. Ich spiele nur Witcher 2. Das habe ich dann heute beendet. Beziehungsweise gestern. Und ja, jetzt ist Witcher 3 dran. Also alles schön hintereinander weg. Wünsche ich dir noch viel Spaß und eine angenehme Nacht. Ja, dir auch. Lach schön. Ich bin am Freitag wieder live. Da gibt's erst eine Runde Crash Bandicoot Teil 1. Da bin ich dann wieder diejenige, die am Versagen ist. Da werde ich ganz oft sterben und danach geht's weiter mit Witcher 3. Und am Sonntag bin ich auf jeden Fall wieder live. Ich kann bei Witcher 2 mir gelang nicht weiter. Aus der Stadt kommt natürlich nicht in Kanara. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach ja. Ging mir ähnlich. Bei mir war bei Witcher 2 das Problem, ich habe eine Quest gemacht, habe die Quest verkackt quasi und ich wusste das nicht und bin rumgelaufen und ich kam nicht weiter, weil man diese Quest erfolgreich abschließen muss, um weiterzukommen. Und du stehst da nur und denkst dir so, ja toll, ich als Erstspieler, ja woher soll ich wissen, wo ich hin muss? Ja, dir auch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank nochmal für dein Follow. Also, ja, bei Witcher 2 hatte ich auch so meine Probleme. Und hab ich da auf die Fräse gekriegt, ne? Hey, das war unglaublich. Barbaren, hm? Gwent will ich jetzt nicht spielen. Bis dann. Ich behalte dich im Auge, Playoffwitch, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Und willkommen bei den Sampfoten. Reise nach Velen. Ja, wie komme ich jetzt nochmal nach Velen? Ich komme mit Gwent nicht klar. Ich bin zu blöd dafür. Ich muss das mal in einer ruhigen Minute machen. In einer ruhigen Minute gucke ich mir das nochmal an. Und dann irgendwann kriege ich das hin. Mit dem Würfelspiel in Witcher 1 hat das ja auch gedauert. Und habe es dann am Ende trotzdem erfolgreich hingekriegt. So. Bildkarte.
Kannst du deiner aktuellen Umgebung zurückkehren? Ja, das weiß ich, das weiß ich. Wählen. Dann bitte einmal hin. Gerald und Jennifer waren wieder vereint und Gerald war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Gerald musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Jennifers.